Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Täglich zockt das Murmeltier. Heute... zum Wunschprojekt. Und das diesmal gewünschte Game ist... Stronghold 2, der Story-Modus. Und es sei schon gleich am Anfang gesagt, es sind wieder mal leider nur 3 Stimmen, weil ich in der letzten Woche irgendwie ein bisschen vergessen habe, anzukündigen. Ihr müsst einfach nur einmal kurz aufs i klicken, einmal kurz teilnehmen, was nächste Woche kommen soll. Vielleicht wird das sogar ein Let's Play, ich hoffe, die Folge ist nicht zu lang. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, da sind wir auch schon im Spiel. Und ich würde mal sagen, let's go. Wieder mal darf ich den nervigen Rand von unten wegschneiden. Kein Ton. Was ist da los? Jetzt hängt das Bild. Windows 10 X is not working. Das war's dann aber erstmal wieder an der Stelle komplett. Ja, danke, jetzt haben wir mal Ton. Der König? Nein, Barclay hat ihn nicht. Vielleicht stimmen die Gerüchte. William, was, wenn er wirklich geflohen ist? Schnell, wir müssen das Boot erreichen. So, erste Mission, kämpft euch durch die Wachen und erreicht das Boot. Ja, das müssen wir schaffen und das passiert, wenn wir verlieren. Reitet zu dem Wachhaus, sie wollen uns abdrängen. So, schicken wir die mal dahin. Dieses dämliche Mauskabel. So, Leute. Meine Fresse, sind sie langsam. Gleich am Anfang. Sei nochmal gern was erzählt, weil eigentlich hatten wir schon fast sicher, dass Joas kommt. Hätte die absteigen lassen? Nö. Wir hatten das eigentlich schon fast sicher, dass Joas kommt. Und was passiert dann? Dann sagt mir meine Mutter Bescheid, ja, da war ja was, wir fahren ja nach Hamburg. Spione, sie dürfen nicht passieren. Angriff! Der Burgherr wird angegriffen. Ja. Das können wir auch irgendwann Let's Play machen. Ich frage mich jetzt. In der Theorie. Ah, schade. Was jetzt? Jetzt, Master Steel, reisen wir entlang dem Fluss zu einer vergessenen Burg. Einige Mönche bedürfen eurer Hilfe. Es ist also wahr. Sie suchen nach ihrem König. Ja, das soll es doch schon mal wieder gewesen sein. Drop it. Die Mission fällt nicht Spaß, wir machen natürlich noch weiter. Erster Befehl. Bald trefft ihr euren ersten Untergebenen, Tom Simpkins, den Informanten. Möge er euch treu dienen. Ich muss Lebewohl sagen, Matthew. Ich reite weiter, um Unterstützung für unsere Sache zu suchen. Sir William sprach oft über unsere Sache. Aber wenn der König tot oder auf der Flucht ist, weiß ich nicht, wofür wir kämpfen. Vor 3 Wochen noch war ich Sir Williams Page. Doch nun sind so wenige Königstreue übrig, dass ich inzwischen meine eigene Länderei befehlige. Ja, damit geht schon gleich fertig. Hier kann man sich noch so Tipps geben. Und zwar für Prüfung von Holz und Stein benötigt. Ja, das sind so die Basic-Tipps. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Ah, nur mal kurz die Einstellung etwas immer. Die Mausempfindlichkeit, das geht sonst überhaupt nicht. Leute kommen auf die Burg. So, Essen gibt's überhaupt nicht. Bruder muss los. Wenn das nicht der junge Matthew Steele ist.
Ja, moin. Ihr seid gewachsen seit unserer letzten Begegnung. Die Brüder und ich brauchen Hilfe, Matthew. Wie ihr sehen könnt, ist die Brücke zu unserem Kloster eingestürzt. Versorgt uns mit Holz und Steinen, damit wir die Brücke reparieren können. Dann geben wir euch eine Schafherde dafür. Wow. Schafherde. Meine Fresse, du. Wir haben hier kein Essen. Und ich kann ja wegen dieser Scheißleiste nicht mal sehen, wie viel Essen ich überhaupt habe. Die klauen mir mein Holz, die Untermenschen. Ihr macht das gut, Master Steel. Yay. Beeilt euch. Die Brüder müssen eine wichtige Mission erfüllen und eine heilige Reliquie wieder beschaffen. Ja, ganz sicher. Die gehen doch saufen, Alter. Ja, 90er Tempo. Hier kann ich auch momentan nicht machen. Zweitausend Jahre später. Fertig. Was machen die jetzt mit dem restlichen Stein? Ach, die verschwinden halt, das ist ja nett. Anstatt mir das zurückzubringen, das ist ja Diebstahl. Oh lol. Sind das meine? Ich dachte, ich krieg eine Schafsherde. Naja, die Mönche sehen anscheinend ihre eigenen Leute scharf an. Schließlich wurden sie schon geschoren. Ja, Problem ist los, ne? Danke, junger Matthew. Jetzt können die Brüder mit ihrer Suche beginnen. Diese und ich Animation. Kann mich wieder meinen Pflichten widmen. Oh, und hier sind auch die versprochenen Schafe. Nur schauen das Schaf. Fünf Schafe. Schauen das Schaf. Fünf Schafe. Großartig. Was soll ich mit Schafen? Jedem ein Schwert geben und sie in die Schlacht schicken? Wäre eine Option. Was gibt es, Barclay? Der Scheiß-Franzose! Jemand war in meiner Burg. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Wer war es? Es waren zwei. Den Jüngeren kenne ich nicht. Aber der andere? Ja, wer war der andere? Aus der Distanz sah er aus wie ihr, Devereaux. Wie interessant. Ich habe sie aufgespürt. Ich dachte, dass ihr euch um sie kümmern könntet. Das könnte ich, aber warum geben wir nicht unserem Freund Olaf noch einen prallen Beutel Gold? Gute Idee. Mein Bruder lebt also noch. Olaf der Schneemann. Gut, was gut animiert ist, das ist ja schön. Der Falke. Eine Mission sehe, machen wir noch. Ich sehe, dass ihr euch gut eingelebt habt, Master Steel. Wenn ihr Nahrung benötigt, nicht weit von unserem Kloster ist eine Wiese, die ideal für die Hasenjagd ist. Ihr seid jederzeit eingeladen, denn die Biester sind eine wahre Plage. Danke, Bruder. Ich werde einige Jäger entsenden. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Er verhandelt mit flämischen Händlern über eine Kompanie Bogenschützen. Die Flamen benötigen warme Kleidung für ihren kalten Winter, für die ich sorgen soll. Sir William hat gebeten, dass ich sofort mit der Produktion beginne. Ach, so kommt Olaf her, es kommt Winter. Weil die jetzt haben, bitte. Sei gemein. Ja, Leute. Da machen wir gleich mal Schafe hier hin. Zack. Meine Familie hat zwar genug zu essen, aber noch schöner wäre es, wenn sie richtig satt würde. Dann geh doch, Sonetto!
Meine Fresse, du. Was soll ich eigentlich mit dem ganzen Kackstein? Ich hoffe, diese Jäger gehen jetzt da nicht hoch zum Jagen, ne? Die schießen auf die Tauben. Wie bitte? Es werden keine Steuern erhoben? Sowas gibt es? Ach gut, dass du mich dran erinnerst. Weißt du, woran mich das erinnert? Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Sollen die Penner die Tauben mal einsammeln, die abschießen? Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Das ist schön. Ich werde die auch mal einen Jägerstand bauen. Das ist aber irgendwie... Ah ja, was ich erzählen wollte, ne? Kennt ihr das auch in der Schule? Es gibt immer diesen einen Penner, der den Lehrer nochmal am Ende der Stunde fragen muss, gibt's auch Hausaufgaben auf? Und, ey, sowas regt mich so auf, ne? Hase. Hüpfer heißt er. Der heißt Hüpfer. Und wie heißt er? Bouncy? Bouncy Buddy? Herzi, oh, das ist ja süß. Klopfer, woher haben die das nur? Flummi. Klopfer, Herzi, Herzi, Flummi. Und bald heißen sie Braten. Oh, oh, oh. Das war jetzt gemein. Ah, wächst so langsam. Versucht er gerade alle gleichzeitig abzuschießen? Trifft er nicht? Oder ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Oh, die kann er killen. Er hat doch nicht einen getroffen. Oder er hat die alle getroffen. Hat er halt wirklich. Kann es sein, dieses Spiel ist irgendwie ein Arsch zu Tier? Hat er die gerade alle erschossen und lässt sie da einfach liegen? Sir William hat eine Botschaft gesandt. Matthew, ihr müsst euch mit der Stoffherstellung beeilen. Flämische Handelsschiffe haben ein Langboot von Olaf Grimzahn, dem Wikingerfürsten, gesichtet. Nein! Es wird unserer Sache nicht nützen, wenn seine Berserker Amok laufen. Ach du Scheiße, Amokläufer, was ist das denn hier? Das ist jetzt eine ganz miese Situation, aber... Naja, Stoff ist halt Stoff. 6,5 Stunden später. Zack. Das ist der letzte der Stoffe. Ich hoffe, dass Sir William einen Plan hat. Wir können uns nicht verteidigen. Kein Grund zur Sorge. Wir können ja anderen Stoff anbauen. Sir William bald mit Verstärkung eintrifft. Ja. Geschafft. Komm, Leute. Eine machen wir noch. Ne? Ich schneide das dann etwas kürzer zusammen. Nicht ab. Drop it.